Büftung vom FC Stolen, das hat es noch nie gegeben. Ihr seid sicher stolz als Captain, oder? Selbstverständlich. Ich habe meine 22 Leute gesehen, 22 Kollegen. Wir haben 22 Matches gehabt, keiner verloren bis zuletzt. Das ist eine riesige Freude, dass wir das erste Mal in der Geschichte vom FC Stolen dürfen miterleben, also die erste sein. Und ja, hier, merci, Nisha. Am 12. Morgen, Habt ihr mit dem gerechnet? Stolen hat ja alles schon andere Zeiten gesehen. Und vor 7 Jahren noch fast in die 5. Liga müssen. Jetzt ist man in der 3. Liga. Eine unglückliche Entwicklung, oder? Das ist recht, ja. Ich bin vor recht lange in der ersten Mannschaft. Ich habe das auch immer erlebt, dass wir da fast abgestiegen sind. Wir haben aber in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren, kann man sagen, charakterlich sehr viel verändert. Wir sind zusammen gestanden und miteinander. Wir haben viele Sachen zusammen gemacht und zusammen füreinander gearbeitet. Das ist jetzt die erste Resultate. Die dritte Liga wird jetzt sicher nicht einfach als Aufsteiger. Was braucht es dafür, das zu bestehen, als FC Stolen? Ich sage, der Zusammenhalt wird sicher Nummer 1 sein. Die Leidenschaft vor den Platz bringen und werden. Und das Ziel ist natürlich, sich hier in der dritten Liga zu beweisen. Ihr habt aber noch eine junge Mannschaft, das ist sicher ein Vorteil, oder? Das ist von meiner Meinung. Also, ihr habt einen Vorteil. Wir haben eine super Arbeit bezüglich Trainerausbildung, die wir haben. Das ist, wie wir alle wissen, schwer. Junior-Trainer zu suchen. Aber wir sind auch in der ersten Mannschaft aktiv und sehen wir. Die Mannschaft am Freitag mal zu schauen, wir gehen rein mal zu schauen, wir ringen zusammen.